Hallihallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wenn euch das heutige Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen, die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Jeder andere, nur du. Okay, ich bin schon wieder drüben. Oh, hi. Bin ich mal Wächter. Okay. Ja, nice. Yeah. Kosti, wir schon wieder? Ja. Du bist doch bestimmt der Fiesling. Warum muss ich denn immer der Fiesling sein? Du siehst Hallo. Schon so aus mit deinem Schnauzbart. Ich bin der Einzige, der anders aussieht. Ja. Also, okay. Also für ihr, ihr habt jetzt so Aufgaben, darüber könnt ihr ein bisschen Geld kassieren. Ihr kriegt auch Geld, wenn ihr jemanden inhaftiert und über Tee kauft euch dann so Sachen, wie zum Beispiel die Kamera, den Geräuschdetektor oder ein paar Fallen, die ihr aufstellen könnt. Da steht auch bei, wie viel ihr braucht. Das Wichtigste ist, dass man erstmal die Kameras hat. Ja. Also, wie gesagt, ich bin noch nie gespielt, ich brauche definitiv Anweisungen, das steht fest. Wenn ihr irgendwo Fragen habt, dann fragt sie, ich und Ghost, die kennen das Spiel schon. Okay. Ja, ich habe das Tutorial gespielt. Aber wir haben doch gerade meisterhaft sie ein paar Tage lang aufgehalten. Ne? Das stimmt schon. Aber Dingens hat es ja alles im Leingang gemacht, kann man sagen. Hier alle. Ja, Kaya kannte das Spiel halt schon und hat euch dann halt angeleitet. Das ist aber auch so seine Art, dass er dann irgendwie versucht, Führung zu übernehmen. Das ist cool. Weil, ich bin da rumgelaufen wie sonst was. Ich hab die Mülltonnen durchsucht und alles, aber ja. Der mit seinem illegalen Strauß! Den hast du auch illegal hier reingebracht! Verrat es mir! Du hast den illegal reingebracht! Wer hat ihn dir hier reingebracht, Akaya? Wer? Der fragt sich jetzt immer, warum haut er mich? Ja, die Gefangenen, die sind illegal halt, wenn die euch schlagen, irgendwie mit was Illegalem durch den Metalldetektor laufen. Wenn ihr sie in einem Sperrbereich erwischt oder wenn ihr sie nachts generell seht, dann sind die illegal. Ihr könnt auch ihre Schränke oder sie selbst durchsuchen. Und dann könnten sie auch illegal werden. Blue. Blues Schrank, ich muss Blues Schrank überprüfen. Wo ist er? Da. Da ist doch bestimmt was Illegales drin. Ja, Blue hatte was Illegales. Was war das? Oder du verprügelst sie. Sie hatte was Illegales im Inventar. Ich weiß nicht, was sie hatte, aber sie hatte was Illegales in der Box. Silberschild ist auch offenbar irgendwie böse. Ja, ich hab den einmal gesnackt, aber... Ich gehe mal kurz eine Runde duschen, ne? Zusammen mit meiner Hyäne. Die Hyäne hat die Grooves. Hol dir den Lump! Lass ihn nicht hinkommen! Ja! So, wenn du ihn jetzt inhaftierst, kriegst du so 4 bis 5 Geld. Ja, genau. Du kannst sie auch hier an den Automaten einen Energy-Ding kaufen. Wenn du den nutzt, dann kannst du eine Weile lang unendlich sprinten. Ja, das hab ich entdeckt. Ist auch tatsächlich, relativ praktisch, immer einen dabei zu haben, also wenn du auf Verfolgungsjagd bist. Mhm. So, jetzt ist Nacht, wenn ihr sie generell außerhalb der Zellen erwischt, könnt ihr sie instant einsperren. Also sie sind dann instant illegal. Ihr müsst besonders auf Akaya aufpassen, der ist richtig illegal immer unterwegs. Aber man muss die schon K.O. prügeln, ne? Entweder das oder du schaffst es lang genug bei denen dran zu bleiben und E zu drücken. Aber es ist leichter, sie halt wirklich K.O. zu schlagen. Ja, weil die Lecken mal nicht mehr trinken können. Null. Wer von euch ist der Fiesling? Das ist eine gute Frage. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt einfach so einen Verräterdetektor und schieße ihn auf Gusti. Warum auf mich? Auf wen denn sonst? Ich kenne dich schon lange genug, um zu wissen, dass du ein Lump bist. Ja, warum auf mich? Wer sagte, dass ich das bin? Ich kenne dich lang genug. Ich weiß doch vorhin auch nicht, oder? Ich weiß, dass ich es nicht bin. Ich weiß nur, wer von euch nicht betrügt. Vielleicht bist ja auch du der Verräter. Was ist dann, hä? So, ich habe jetzt einen Verräterscanner. Verräterscanner? Verräterscanner? Akari, bleib stehen!
Okay, ich weiß, Akari ist safe. Akari... Du bist auf jeden Fall safe, eine Wache. Okay, dir kann ich vertrauen. Aber wo sieht man das überhaupt? Du feuerst ihn ab wie den Taser und dann steht da, ob du ein Gefangener bist oder nicht. Du würdest dann auch instant zu so einem Gefangenen mutieren, wenn ich dich damit abschieße. Ich kaufe mir auch mal so eine Durchsuchung und überprüfe mal Akarias Spind. Bitte? Ich überprüfe jetzt Akarias Spind. Yes. Mein Spind? Wo ist denn das überhaupt? Okay, Akaya hat nichts Illegales bei sich. Akaya. Ich lauf rum und mach Dinge. Und dann... Ich muss das Spiel definitiv noch entdecken. Das ist mir schon ziemlich spaßig. Ja, das macht Spaß. Vor allem, wenn man richtig viele Leute hat. Das stimmt. Also mit wenig Leuten ist das echt einseitig, der Kampf hier. Es ist auch mittlerweile schön, das konnte man beim Alten nicht, dass man jetzt einstellen kann, wie viele in welchem Team sind. Es war einmal vor langer Zeit ein Samen. Guck mal. Ich glaube, ich habe alle Aufgaben erledigt. Guck mal, ihr wisstet jetzt, dass ich der Böse bin, weil ich hau euch. Ich würde dann instant rot werden, wenn ich euch haue. Guck. Ach, wir sind doch ein Team, wir müssen uns doch nicht gegenseitig verprügeln. Okay, wir wissen, wer der Böse ist. Es ist wirklich Ghosty. Samuel hat mich nämlich gerade auch gehauen. Ja, ich habe mich verprügelt. Und das sah komisch aus, aber. Ghosty, wir wissen es! Verprügel den Geist. Wir wissen es! Ich bin trotzdem nicht der Verräter. Hallo, Blue! Ist eine Durchsuchung übrig. Wie kriege ich Durchsuchungen? Blue hat nichts Illegales bei sich. Über den Shop. Über den Shop? Du musst über T da rein und musst das mit dem Geld bezahlen. Ah, okay, verstehe. Wir wissen, dass es ein Ghosty ist. Ich wusste es von Anfang an. Bin es nicht! Und keine illegalen Gegenstände gefunden. Ich muss erstmal Blue hauen. Warum haust du Blue? Weil sie außerhalb ihrer Zelle ist. Ich will sie auch hauen. Nein! Sie ist entkommen. Oh no. Ich bin bewusstlos in der Zelle. Groß, ich hole mir jetzt noch einen Detektor. Also so ein Entferner. Hat einer von euch eigentlich genügend für eine Kamera? Also dafür braucht man 35. Leider noch nicht. Ich habe nicht gemeint, Verräter. Ich bin nicht der Verräter! Du bist eindeutig der Verräter. Kommst du überhaupt darauf, dass ich der Verräter bin? Weil wir anderen uns gerade alle einmal gegenseitig gehauen haben und keiner von uns rot wurde. Hab ich doch auch schon gehauen. Hast du? Ja, hab ich zwischendurch mal. Wodurch ist Akaya dann gerade eben entlarvt worden? Komm, hau mich. Was? Aha. Ich wusste nicht. Ich hätte einfach nicht zuhauen sollen. Ciao, Ghosty. Oh. Da bin ich leider aufgeflogen. Scheiße. Grandios reingeschissen, I guess. Warum grandios reingeschissen? Alle haben sich gegenseitig geschlagen. Und wenn die sich gegenseitig schlagen und ich hau nicht zu, ist das doch sehr, sehr auffällig. Also du hattest noch eine Batterie, ja? Ja. Gut, dann fehlt also bloß noch die Antenne. Dafür brauche ich einen Plastiklöffel und Streichhölzer. Das sollte doch zu kriegen sein. Werde ich einmal eingewiesen, was euer Plan ist? Du hast uns eine Platine gegeben und die machen wir jetzt zu einem Handy und dann brechen wir damit aus. Wie auch immer. Und mit der anderen Platine, die ich gecraftet habe, da brauchen Gelddrucker. Ich erzähle jetzt nicht, dass ich alle meine Plastiklöffel aufgebraucht habe. Daraus machen wir ein Handy und dann müssen wir aufs Dach. Und da können wir dann gehen. Hat einer von euch ein bisschen Streichhölzer? Gar nichts. Ich wusste es von Anfang an. Ich wusste, dass es Ghosty ist. Ich nicht sowas. Ey, es war aber auch so auffällig, weil wir uns alle gegenseitig einmal gehauen hatten, wussten wir es. Okay, es fehlen ein paar Leute. Der wird jetzt übrigens auch kein Wächter mehr, also wir sind jetzt unter uns. Der Verräter ist weg. Okay, gut. Deswegen war die eigentlich gerade eben inhaftiert worden. Da steht ja immer so ein Text, warum. Ich habe illegal Musik runtergeladen.
Und der andere? Was hättest du verbrochen? Ich kann die Stimmen übrigens noch nicht zuordnen, ne? Also ich bin Samael, der das da eben gesagt hat. Ach, warte mal, ich mach mal eben kurz das Overlay eventuell mal für das Spiel hier an. Damit man auch im Chat sieht, wer jetzt spricht. Hm, nice. Du Fiesling! Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit, so jetzt weiß ich dann auch, wer redet. Euch beide kenne ich ja noch nicht. Hab das jetzt nur so peripher gestern mitbekommen, dass ihr heute dabei seid. Nein, ich bin zu kacke für Kicker. Nu wurde schon wieder inhaftiert. Die waren mir so blaubeerig. Oh Mann, warum sind denn immer die Metalldetektoren kaputt? Ist so, was macht der eigentlich so eine ganze Sache? Du musst die bis jetzt nur einmal machen, glaube ich. Ich muss es einmal machen. Ghosti! Ghosti, der Illegale, der hatte was Illegales bei sich und ist durch den Metalldetektor gerannt. Ich muss wieder irgendwas löschen. Wieder Braunes löschen. Ghosti hatte einfach nur Pech, dass wir uns gegenseitig einmal alle gehauen haben. Aber. Die Aufgabe wiederholen sich ganz schön. Ja, ist halt einfach nur Beschäftigungsaufgabe, halt auch für die Wärter. Aber man bekommt Geld für. Das steht fest. Manchmal weniger, manchmal viel. Ich guck auch mal oben nach, ne, falls sie gerade über den Heli abhauen wollen. Ja, auch stimmt, das ist auch möglich. Boah, das wäre eigentlich ganz fies. Man kann sich so hinter den Lüftungsschächten verstecken. Einfach so warten. Ja, kommt raus, ja, kommt. Ich könnte eine Kamera holen. Für 35. Ja, ich könnte die mir holen, also wo die, aufstellen? Oben auf jeden Fall wäre erstmal wichtig, dass oben bei den Helis einer steht. Aber ich finde das komisch, dass man sich Kameras kaufen muss und nicht die Knastkameras nutzen kann. Wer hatte jetzt nochmal genügend Geld für die Kamera? Ich. Akari, dann geh mal über den Aufzug nach oben und stell da auf jeden Fall eine Kamera hin, dass man gut was sieht. Wenn du mir sagst, wo der Aufzug ist, dann gerne. Hier. So, zur Not, wenn du M drückst, du siehst ja die Offices. Und weil zwei von denen ist so ein kleiner brauner Kasten drin. Das sind die Aufzüge. Ja, ich würde die Kamera ungefähr so aufstellen, wie ich gerade stehe. Die wird halt immer in die Blickrichtung aufgestellt, im Gegensatz, in der du guckst. Also als ob die dich angucken will. Okay. Die kann auch nicht von denen kaputt gemacht werden. Du kannst sie erst aufs. So, und wenn du jetzt Z drückst, dann kannst du auf die Kamera zugreifen. Ah, okay, geil. Kannst dich aber nicht selber drauf sehen. Ganz wichtig. Oh. Ja, und jetzt bräuchte man vom Prinzip her nicht nochmal hier hochkommen. Man kann dann einfach über die Kamera gucken. Okay, ob hier einer rumläuft. Es gibt auch noch einen Geräuschdetektor, der ist dann so links neben dem ganzen Zeug da auf der rechten Seite. Und den stellst du auf und wenn da einer von denen durchläuft, dann schlägt er so aus. Ungefähr wie bei OBS, da das Audio. Nur nach oben. Mhm. Ihr seht aber übrigens immer, wenn Nacht ist, oben, wie viele in ihren Zellen sind. Das Schöne ist, jeder kann offenbar auch zwei Kameras aufstellen. Also das ist unabhängig voneinander. Ich stelle jetzt auch meine auf. Ja, ich kann mir auch kaufen. Wo ist der Shop? Auf T. Auf T, der Google kriegt man. Ich stelle einen im Untergrund auf. Mhm. Kannst du dann Bescheid, welche ich meine gekauft habe? Gut. Ich hab's 60. Alle Aufgaben erfüllt. So. Ich sehe niemanden in seiner Zelle. So, ich habe zwei Kameras aufgestellt. Also wir haben jetzt eine zweite Kamera unten. Okay, zwei Leute fehlen. Die rennen wahrscheinlich irgendwo rum. Nee, drei sogar. Aber man muss Ghosti lassen, er hat das anfangs gut gemacht. Er hat sich anfangs nicht verraten. Nebenbei, es lohnt sich mehr einen Kaffee zu kaufen als die Energy Drinks. Kostet einen weniger. Und haben beide denselben Effekt. Ich brech jetzt also bei... Wo müssen wir hin? Aufs Dach, ja? Ja, hier hinten, hier. Okay. Wir müssen aber aufpassen, da ist Shining, macht da sehr gerne Roof. Kameras hin. Ja, ich bin mal gespannt, ob, ich bin echt gespannt, ob der Gelddrucker gleich noch existiert. Genau.
Splitter können wir jetzt knacken. Was hast du den denn überhaupt hingestellt? In die Dusche. Und? Hier. So. Aber ich hab das Telefon noch nicht bei. Nice. Nee, wir kommen ja nicht wieder zurück, glaube ich. Ja, ich gehe kurz das Telefon holen. Muss ich nur das Telefon oben verwenden oder wie öfter? Und du öfter hier? Musst das manchmal. Du musst es verwenden und dann müssen wir warten, bis der Helikopter da ist. Aber ich stehe jetzt vor allem trapped hinter dieser Leiter, die gespawnt ist. Na, geh zu einem höheren Punkt, der da gerade drauf. Ach, wo ist denn jetzt schon wieder der Ruf hier? So, ich komm kleiner Tipp, die Leiter hochgehen und wieder runter. Ich bin mal aufs Dach hier gegangen. Hier steht eine Kamera. Dach, linker Hof oder rechter Hof? Dach, ja? Ja. Auf dem Dach steht eine Kamera, Leute. Oh, fuck. Dann wird gleich Shining hier unangenehm sein. Gleich wird Shining da sein. Warum können wir die scheiß Kamera nicht? Also ich geh jetzt mal gucken, ob der Gelddrucker heute, ne? Geld hat. Okay. Ich warte auf niemanden. Der Hubschrauber ist da. Hubschrauber ist da. Ja, rein da! Bin drin! Wartet! Schnell! Nein! Shining hat es aufgehalten! Shining hat es aufgehalten! Die haben auf jeden Fall bisher einen Plan. Die Frage ist welcher? Geräuschdetektor. Falle. Ich glaube, ich stelle mich über in der nächsten Runde aber safe einmal auf den Gefangenen. Ich will auch mal gefangene Rolle heute nochmal spielen. Ich will nicht immer nur der Wächter sein. Die holen den Heli! 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 Ich habe den Heli genommen. Leute, wie kommen wir da hoch? Ich habe ihn schon abgebrochen. Cool. Wenn man hochgeht und der Heli da ist, dann könnt ihr den mit E abbrechen. Die wollten über den Heli fliehen. Das ist fein gemacht. Fein ist das gemacht. Ich war noch schnell genug da, der Vierte hat nämlich gefehlt. Ah, ja. Ups. Hast du gerade einen Versuch von uns zu tasern? Ich wollte es. Wieso seid ihr nicht rot? Ich habe euch alle da oben gesehen. Da liegt eine Banane. Ich will einmal auf einer Bananenschale ausrutschen. Ich will das neue Feature sehen. Hui! Steh auf, Jung. Ich lieg. Wo bist du? Ich helfe dir. Okay, wir haben einmal geschafft, ihren Ausbruch zu vereiteln. Das Gute ist, der Heli, der braucht ultra viel Material, bis man den einmal machen kann. Ich hab, Und man hat so ungefähr 15 Sekunden Zeit, den aufzuhalten. Also der Heli ist sogar die schlechteste Methode, um abzuhauen. Im Übrigen, falls es einer von denen schafft, zu fliehen, aber der Rest nicht, der kann den Versorgungspakete irgendwo hintroppen lassen. Die können die dann aufheben, da kann alles Mögliche drin sein. So, Blue? Oh, sie hatte illegale Sachen bei sich! Oh, ich wollte sie gerade besuchen. Sie hatte zwei Edelsteine in der Kiste drin. Die habe ich auch instant an mich genommen, offenbar. Okay. Blue, komm her! Hab sie! Warte, hier. Nee. Hol sie dir. Gut, dass ich die durchsucht habe, die Truhe, kurz genau in dem Moment, wo du vor dir stehst. Steht gerade noch einer vor euch? Ich überprüfe Akaya. Okay, er hat keine illegalen Dinger drin. Er hat auch keine bei sich gerade. Guck mal gerade die Kameras. Ich meine, die werden auch rot markiert, ja, wenn sie vor die Kameras laufen, wenn das ein illegaler Bereich ist. Lüftungsschächte. Ich glaube, die haben irgendwas vor den Lüftungsschächten vielleicht. Also oben beim Heli habe ich, glaube ich, Schritte gehört, wenn man das kann, über die Kamera. Du kannst die Schritte mal nicht hören, die passieren. Okay. Ich geh mal ganz kurz nachgucken.
Nee, hier oben ist keiner. So, ich muss mal meine Aufgaben machen. Bevor die Nacht rum ist, ich will das Geld. Irgendwie muss ich ja auch mal eine Lohnerhöhung bekommen. Der Chief sitzt mir schon wieder im Nacken, weil ich nicht genügend Leute verprügelt habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Vor allen Dingen, er lässt uns die ganze Drecksarbeit machen und er gönnt sich währenddessen Pizza. Aber ist ja typisch für Chief McGivin, ne? So. Die haben die Fallen teurer gemacht. Die waren früher wesentlich billiger. Mal gucken, sind die Zäune in Ordnung? Auf der einen Seite sind sie in Ordnung. Helikopter. Ja. Ich bin nicht schnell genug da. Ich versuche schnell genug da zu sein. Ist gerade Tag geworden. Nein! Nein, ich bin gerade da hochgekommen, aber dieser scheiß Tagesswap. Nein! Hey. Was? Verräterus war der Verräter. Ja, Verräterus war der Verräter. Leute, auf zum Dach. Das ist warten, bis alle da sind, dass wir denn so schnell wie du möglich wegkommen. Ja, keiner geht aufs Dach. Bitte nur erstmal vors Dach stellen. Ich gehe kurz raus, um den Anruf zu machen und komme dann wieder rein. Okay. Also dann, bis gleich. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber versuchen wir es. Das Problem ist, den Helikopter, den sieht man halt auch durch die Decke. Okay. Aber wir sind ja in ein paar Sekunden drin, dann müssen wir nur losfliegen. So. Das Schlimme ist, wir sehen doch den Helikopter jetzt gar nicht. Moment, ich guck kurz nach. Ist noch nicht da? Sehe auch noch keine Wache? In 10 Sekunden gucke ich nochmal nach. Danke für die Headpads, dankeschön. Also im vorherigen Teil war das immer erst so, da, dass erst da, erst da, komm! Raus! Rein! Puh! Oh, muss jetzt ein Tageswechsel sein! Ciao, Ewing! Ja! Nein! Oh, yeah. Ich hab eine Tüte erhalten! Aber Gus, wir haben dich gekriegt! Ich wusste es von Anfang an, Gus, die... Ich war aber gut, ja. Ich wusste es von Anfang an. Ich habe Inze gesagt, dass es Gusti ist und ich lag richtig. Ey, Shining. Ich find's auch echt lustig, dass du da meinen Moneyprinter in der Dusche nicht entdeckt hast. Du hattest einen Moneyprinter. Oh. Ja. Ich hatte am Ende für über 43 einfach und ich hatte noch einen zweiten Moneyprinter in meinem Game Storage. Ich hab den nicht gesehen. Blue, du hattest einfach nur Pech. Ich hatte deine Kiste durchsucht und genau in dem Moment stand einer bei dir. Oh nein! Das sag ich mal so, klein. Du hast meine Kiste durchsucht und ich stand genau hinter dir. Er hat kurz vor Ende im Yard noch untersucht, ob ich was bei hatte. Ich nicht. Es war jedenfalls 3 Sekunden, nachdem ich das Zeug weggeschmissen habe. Aua! Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss!